2019 haben Regisseur Todd Phillips und auch Schauspieler Joaquin Phoenix, ich glaube, die Welt ziemlich überrascht mit ihrem Film Joker. Und ich bin ein großer Fan von diesem Film. Und ungefähr 5 Jahre später haben wir jetzt einen überraschenden zweiten Teil bekommen. Und zwar Joker Folie à deux, oder wie auch immer man das aussprechen mag. Joker 2 ist auf jeden Fall jetzt in den Kinos. Ich habe den Film gesehen und in diesem Video gibt es meine spoilerfreie Meinung zum Film. Also keine Sorge, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ich werde hier nichts verraten. Es geht ohne Spoiler einfach mal um meine Gedanken zum Film, was ich vom Film gehalten habe und was meine Meinung zu Joker 2 ist. Das alles in diesem Video. Fangen wir also direkt an. Und ich habe es gerade ein bisschen erwähnt, ich bin ein großer, wirklich großer Fan vom ersten Joker-Film 2019. Das war wirklich ein richtig, richtig guter Film. Klar, sehr, sehr angelehnt an Taxi Driver zum Beispiel. Auf jeden Fall viele, viele Parallelen zu dem Film. Aber ich finde trotzdem, dass Joker auf eigenen Beinen stehen kann. Es ist eine fantastische Geschichte, ein unfassbar düsterer Film und einfach eine richtig gute Charakterstudie von einem Arthur Fleck. Also wirklich ein originaler Film, der nicht zu viel auf irgendwelche Comics basiert und trotzdem eine eigene Geschichte erzählt. Also alles in allem ein wirklich fantastischer Film. Und deswegen waren meine Erwartungen sehr, sehr hoch, als ein zweiter Teil angekündigt wurde. Aber seitdem dieser Film angekündigt wurde, dachte ich mir schon direkt, ist das wirklich nötig? Braucht die Welt wirklich einen zweiten Teil für Joker? Und meine Antwort lautet jetzt auch wirklich nein. Also wirklich, der erste Film steht perfekt auf eigenen Beinen. Ich fand das Ende vom ersten Film so verdammt gut und ich finde, Joker hätte einfach für sich alleine stehen können. Aber jetzt gibt es den zweiten Teil und ich kann es jetzt schon verraten, meine Meinung dazu ist keine positive. Also ich bin wirklich kein großer Fan von Joker, Folie à deux gewesen und leider habe ich hier eine negative Meinung. Aber natürlich erstmal ein paar positive Sachen gibt es auf jeden Fall noch. Denn ich muss wirklich sagen, Regisseur Todd Phillips hat visuell auf jeden Fall gute Arbeit geliefert. Also wirklich, der Film sieht wirklich, wirklich gut aus. Es gibt hier wirklich wunderschöne Kamerawinkel und Kameraeinstellungen. Wir haben hier Bilder auf der Leinwand, die sehen wirklich fantastisch aus. Wir haben verschiedenste Farben, die miteinander zusammen agieren und das sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Und für die Augen ist Joker 2 auf jeden Fall etwas Schönes. Der Film sieht visuell wirklich wunderbar aus. Es gibt richtig coole One-Takes, es gibt richtig coole Sequenzen und allein wie die gefilmt wurden und was man da so gemacht hat mit den Farben, mit den Figuren, mit Schatten und Silhouetten und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und auch schauspielerisch ist der Film ziemlich stark. Also ich muss sagen, Joaquin Phoenix als Joker, ich habe ihn im ersten Film geliebt. Ich verstehe bis heute, warum er den Oscar gewonnen hat. Ich finde, das ist ein wirklich verdienter Oscar gewesen für Joker 2019. Ich muss sagen, seine Performance hier ist auch sehr gut, hat mich aber jetzt nicht vom Hocker gehauen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Er war gut, er ist wirklich fantastisch in dieser Rolle von Arthur Fleck oder vom Joker halt, aber es hat mich jetzt nicht wirklich krass umgehauen, aber es ist trotzdem eine ziemlich, ziemlich krasse Leistung. Dann haben wir hier ziemlich kontrovers Lady Gaga als Harley Quinn oder wie sie in diesem Film genannt wird, Lee, und sie fand ich okay, also ohne viel zu verraten, ihre Rolle ist interessant, sage ich mal. Sie hat wirklich nichts mit der Harley Quinn aus den Comics zu tun und dafür gebe ich auch Respekt an Todd Phillips, dass man hier wirklich was ganz, ganz Eigenes riskiert hat, was ganz, ganz Eigenes und Kreatives hier versucht hat. Ich finde es nicht so gut. Also ich finde ihre Rolle, ihre Version von Harley Quinn oder halt Lee ist okay. Ihre Rolle hat mich irgendwie nicht so krass überrascht und ich habe sie auch nicht so ganz verstanden bis zum Ende, was ihre ganze Mission ist. Aber das ist auf jeden Fall etwas für den fertigen Film. Und wir haben dann auch Schauspieler wie Catherine Keener oder auch Brendan Gleeson, den ich wirklich sehr, sehr feiere, als verschiedene Nebenrollen, die auch ganz gut sind. Also schauspielerisch ist der Film auf jeden Fall auch gut besetzt und wir haben hier wirklich talentierte Schauspieler in ihren jeweiligen Rollen. Und da hört es auch langsam schon auf mit den guten Sachen, denn jetzt komme ich auch zum Negativen, aber keine Sorge, es werden hier keine Spoiler in diesem Video kommen. Wir fangen mal direkt an mit der Story, denn die Story ist wirklich ziemlich unnötig. Es ist auf jeden Fall ein Gerichtsdrama, das sieht man auch in den ganzen Trailern. Es geht halt darum, um die Konsequenzen vom ersten Joker-Film und dass Joker jetzt vor Gericht stehen muss, weil er halt 5 bzw. 6 Leute umgebracht hat, wenn man seine Mutter mit dazu rechnet. Und es geht halt darum, dass er jetzt mit den Konsequenzen kämpfen muss von den ganzen Taten, die er im ersten Film begangen hat. Und dieser Film dauert ungefähr so 2 Stunden, 20 Minuten, glaube ich. Und ich kann sagen, es ist viel zu lang. Also diese 2 Stunden, 20 Minuten, die fühlen sich an wie 4 Stunden. Und die Story ist so dermaßen unnötig in die Länge gezogen, dass mich das richtig genervt hat beim Schauen. Also wirklich, dieser Film hat eine recht simpel gestrickte Story. Es passiert wirklich nicht so viel, meiner Meinung nach. Aber die Story ist so dermaßen in die Länge gezogen. Es ist langsam, aber leider auch langweilig. Und das ist halt eben das große Problem. Es gab wirklich viele Stellen, da dachte ich mir,
Komm, das ist jetzt unnötig. Man kann jetzt auch mal die Story weiterführen. Es gab wirklich viele Szenen, da habe ich mich einfach gelangweilt. Und das ist wirklich, wirklich schade, denn die Grundprämisse ist sogar recht spannend. Es geht halt um die Konsequenzen vom ersten Film in einem ziemlich seriösen Gerichtsdrama verpackt, mit der Liebesgeschichte noch dazu von Lee und Joker natürlich, also Joker und Harley Quinn in diesem Fall. Aber all das funktioniert nicht, weil das so dermaßen in die Länge gezogen wurde. Und der Grund dafür sind eben die ganzen Musical-Elemente. Und das ist für mich auch eine große Schwäche vom Film. Leider eine große Schwäche von diesem Film. Denn ich persönlich war nie ein großer Hater davon, dass der Film ein Musical wird. Es wurde ja angekündigt, Joker Folie à Deux wird ein Musical-Film. Und ich dachte mir, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber dann kamen die ersten Trailer raus und ich war ganz ehrlich gesagt begeistert. Also ich glaube, ich habe ein Video gemacht zum ersten Joker-Trailer, zum ersten Trailer von diesem Film. Und ich war relativ positiv darauf eingestimmt. Ich fand die Musical-Nummern, die sahen in den Trailern ziemlich cool aus und ich dachte halt nicht, dass das ein kompletter Musical-Film sein wird, aber leider habe ich mich getäuscht. Der Film ist wirklich ungefähr, ich weiß nicht, also 50% auf jeden Fall Musical und das ist schon viel zu viel. Also ich habe wirklich gehofft, das wäre eher sowas wie La La Land, wo es so ein paar Musical-Nummern gibt und ansonsten halt ein richtiger Film, aber in diesem Fall war es einfach für meinen Geschmack zumindest zu viel. Ich verstehe, wenn Leute das feiern, ich verstehe, wenn Leute fanden, dass das richtig gut war und das ist auch völlig okay so, aber für meinen eigenen Geschmack war das einfach viel zu viel Musical für einen Joker-Film und die Musical-Nummern haben mich jetzt auch nicht so krass überrascht. Es gab so ein, zwei Songs, die fand ich ganz cool. Also sowas wie That's Life zum Beispiel von Frank Sinatra, das finde ich wirklich fantastisch. Und es gab auf jeden Fall ein paar Musical-Lagen von Lady Gaga und Joaquin Phoenix, die waren echt gut. Aber wirklich gecatcht oder also wirklich überrascht hat mich hier wirklich nicht viel. Und ich fand die Musical-Nummern, die hätte man eigentlich komplett rausschneiden können. Ich fand es interessant als Ansatz, wirklich sich mal auf die Beziehung zu fokussieren von Arthur Fleck und Musik, obwohl ich das ein bisschen random finde, warum man sich jetzt auf Musik fokussieren möchte. Aber egal, deswegen, ich finde es cool, dass man hier was Neues gewagt hat. Ich liebe es, wenn Filme ein bisschen riskanter werden und mal ein paar neue Sachen ausprobieren, die etwas außerhalb der Norm sind. Das muss ich auf jeden Fall Todd Phillips als Regisseur geben. Aber ich fand es einfach nicht gut. Das war auf jeden Fall nichts für meinen Geschmack und diese ganzen Musical-Nummern haben den Film so unnötig in die Länge gezogen, meiner Meinung nach. Das hätte man wirklich alles rausschneiden können oder zumindest das meiste davon hätte man einfach rauslassen können. Mit so drei, vier Musical-Nummern wäre ich auch zufrieden und nicht den ganzen 8, 9, 10, die im fertigen Film drin sind. Also es war auf jeden Fall ein bisschen zu viel Gesang, meiner Meinung nach. Es gibt eine Szene, da sagt Arthur Fleck zu einer anderen Figur, bitte hör auf zu singen. Und genau das dachte ich mir eben den gesamten Film lang. Also ich war persönlich kein Fan davon. Und diese Musical-Nummern, verbunden mit dieser Story, die so viel versucht zu erzählen, ergibt wirklich einen ziemlich langweiligen Film, der überhaupt nicht gerecht wird dem ersten Joker-Film. Also wirklich, man versucht hier so viele verschiedene Sachen zu sagen, man versucht hier so viele verschiedene Messages reinzubringen und so viele verschiedene Sachen einfach zu präsentieren. Und es ist meiner Meinung nach einfach zu viel. Man hat die Liebesgeschichte zwischen Arthur Fleck und Lee, man hat das Gerichtsdrama, man hat dann seine ganze Beziehung mit dem Gefängnis und Arthur Flecks Leben im Gefängnis. Dann hat man noch Arthur Flecks psychische Charakterstudie, ob er jetzt der Joker ist oder nicht. Und man hat so viele verschiedene Storylines, die wir auch in den Trailern sehen. Aber im fertigen Film ist das einfach viel zu viel und es ist viel zu chaotisch. Und manche Sachen funktionieren. Es gibt auf jeden Fall ziemlich coole Sequenzen. Es gibt auf jeden Fall ein paar coole Momente, auch schauspielerisch, liefern die Schauspieler hier echt gut ab. Und es gibt auf jeden Fall Momente, da dachte ich mir, wow, okay, geil, bitte mehr davon, bitte, bitte mehr davon. Aber im Großen und Ganzen gab es halt nicht mehr davon von diesen coolen Szenen. Und am Ende war es wirklich ein sehr chaotischer, langsamer, aber auch langweiliger Film, der mich leider überhaupt nicht gecatcht hat. Es gab auf jeden Fall ein, zwei coole Aspekte. Und es ist nicht eine Vollkatastrophe, das auf jeden Fall nicht. Aber im Vergleich zum ersten Joker-Film ist das überhaupt nicht gut. Also ich finde, Joker Folie à Deux ist überhaupt keine würdige Fortsetzung. Und es ist ein Film, der wirklich, wirklich unnötig ist. Und ganz ehrlich, um die Frage vom Anfang des Videos zu beantworten, ist Joker 2 wirklich notwendig? Ich sage nein. Also ich finde, der erste Film steht wahnsinnig gut auf eigenen Beinen. Ich schaue den ersten Film immer noch sehr, sehr gerne, aber diesen zweiten Film möchte ich einfach nicht so ganz damit assoziieren, denn es ist einfach ein unnötiger Film und ich glaube, die meisten von euch haben diesen Film echt nicht gebraucht. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Wenn ich den Film bewerten muss auf einer Skala von 1 bis 10, bekommt Joker 2 von mir so eine 5, höchstens eine 6. Also wirklich, der Film ist sehr mittelmäßig. Wie gesagt, ist nicht eine Vollkatastrophe, es ist jetzt nicht der schlechteste Film des Jahres, aber es ist auf jeden Fall einer der größten Enttäuschungen, weil ich habe mich sehr gefreut. Auch die ersten Trailer, die sahen wirklich gut aus. Ich habe mich wirklich gefreut.
Aber dann der fertige Film, der ist einfach zu viel, der ist zu lang gezogen, es passiert hier viel zu viel. Und ohne es viel zu spoilern, das Ende von diesem Film ist unfassbar kontrovers und ich war kein Fan davon. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Film halten werdet und auch insbesondere vom Ende, denn darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Das war es auf jeden Fall für meine Review für Joker 2, also Joker Folie à Deux. Ich sage, es ist eine 5 von 10, ich war leider kein Fan davon. Aber das sind auf jeden Fall nur meine persönlichen Gedanken, das ist nur meine eigene Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt und wenn ja, was haltet ihr von Joker Folie à Deux? Eure Meinungen und Ansichten zu diesem Film gerne unten in die Kommentare rein. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal und ciao.